Der Heilige Geist hat mich total zu einem Priester von Besonderen und jede Zeit von Besonderen von Besonderen. Und er hat so richtig nachgeladen, dass er heute Abend in diese Verbundungsstation und die Dinge verpasst hat, dass er das nicht auf die Einfahrt oder das Haus war, was die Hilfe halt war, nicht zu euch verpflichtet. Und dann kommt aber Gott halt fast, dass er nicht beide mal auf die Dinge der Fischpolitik oder die Dinge, die man schon von Idee sagt, dass er sich zwischen Kontakt bekommt und man hat halt gesagt, dass er sich dann nicht auf die Dinge. Und dann kann man sich dann nicht so sagen, jetzt sagt er, dass er sich auf die Dinge, 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 dass er sich auf die So, ich glaube, ich bin zu hören. Wunderbar. Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Stahl. Ich freue mich, dass ich aus Nürnberg in Fürth ein paar Grußworte zu der Veranstaltung sagen darf. Vielleicht ein paar Worte auch zu meiner Rolle, dass Sie das ein kleines bisschen einschätzen können. Ich bin berufsmäßiger Stadtrat in Nürnberg, zuständig für den Geschäftsbereich Umwelt und Gesundheit.
Der Klimaschutz und der Klimaschutzfahrplan in Nürnberg gehören zu meinem Aufgabenfeld. Und da sind wir im Augenblick dabei, einen Klimaschutzfahrplan mit dem Zeithorizont 2010-2050 zu entwickeln. Der löst den vorhandenen Klimaschutzfahrplan 2010-2020 ab. Der wurde 2007 erstellt. Sie können sich vorstellen, angesichts der politischen Entwicklung der letzten Jahre ist der ziemlich überholt. Und wir setzen neu auf. Gleichzeitig leite ich in der Metropolregion, und das ist der zweite Punkt, auf den ich Sie dann auch noch aufmerksam machen möchte, einen Lenkungskreis Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung, der, so wie wir für Nürnberg, versucht für die Metropolregion, also ein Gebiet mit 3,5 Millionen Menschen, von Hof bis Ansbach, von Weißenburg bis Hasfurt, für diese Metropolregion ein ähnliches Konzept zu machen. Wir haben letztes Jahr im Januar die 33 Gebietskörperschaften, die Mitglied sind in der Metropolregion, gemeinsam einen Klimapakt verabschiedet, in dem die Eckpunkte der Entwicklung gemeinsam fixiert wurden, der also ein sozusagen homogenes Bild über die ganze Metropolregion legt und in dem die KWK-Technik einen sehr hohen Stellenwert hat. Das hat damit zu tun, dass die Träger der Metropolregion Gebietskörperschaften sind, Kommunen und Landkreise, deren primäre Interessen ja in den Fragen der baulichen Entwicklung, sei es im gewerblichen Bereich, sei es im privaten Bereich liegen, wo sehr schnell Fragen der Wärmeversorgung eine zentrale Rolle spielen. Und da kann in der Tat die KWK-Technologie einen hohen Stellenwert bekommen. Für uns, und ich spreche zunächst ein paar Worte zur Metropolregion, ist es wichtig, in der Bauleitplanung möglichst frühzeitig auch mit Energiekonzepten hineinzugehen. Das heißt, definitiv die Erstellung von Energiekonzepten zu einem Bestandteil, zu einem ganz frühzeitigen Bestandteil der baulichen Planung zu machen, was in der Vergangenheit nicht so geschehen ist. Und damit dann auch Systeme wie Nahwärmenetze, wie dezentrale Versorgungseinheiten in den Vordergrund zu bringen, in die Planung direkt mit einzubauen und damit auch Strukturen in der Planung mit vorzugeben, die zum Beispiel für die Gas-Wärme-Kopplung deutlich bessere Voraussetzungen dann mit sich brächten. Der zweite Bereich, mit dem wir uns auseinandersetzen, sind die bestehenden Gewerbegebiete, in denen aufgrund der historisch gewachsenen Ansiedlungen, aufgrund der historisch gewachsenen baulichen Strukturen häufig alles andere als optimierte Energieversorgungskonzepte vorliegen. Dort gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, Wärmeverbundlösungen anzustreben und eben auch für solche Gewerbegebiete eine Optimierung der Energieversorgung anzustreben. Wir sind im Moment dabei, 2, 3 Modellprojekte in der Metropolregion zu identifizieren und dann auch zu entwickeln. Die Stadt Bamberg, der Landkreis Bamberg haben sich hier sehr stark hervorgetan und wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres 2014 da auch ein erstes Projekt in Gang bekommen. Ein Themenfeld, was sicherlich für das, was Sie hier besprechen, von hoher Bedeutung ist. Der dritte Bereich, in den unsere Überlegungen hineinreichen, ist die energetische Sanierung im Wohnungsbestand. Das ist völlig klar, das ist für die kommunale Ebene eigentlich der Schlüsselbereich. Da geht es zunächst mal natürlich um Energieeinsparung durch die energetische Sanierung im Baubestand, aber es geht natürlich auch dann um Ersatzinvestitionen für den bestehenden Bereich der bestehenden Wärmeversorgung. Hier gibt es sicherlich einen Stau. Im Grunde müsste ich ja heute meinen Vortrag erst mit einem energiepolitischen Grundsatzstatement anfangen, aber Sie werden das ja heute Abend mit meinen Kollegen erörtern. Sie alle wissen, dass wir in der Energiepolitik einen Hänger haben. Vielleicht geht ja die Wahl so aus, dass wir nächste Woche neue Perspektiven bekommen. Ich hoffe das mal. Aber da sind wir nicht so ganz sicher.
Das hat natürlich auch Konsequenzen für den gesamten Bereich der Sanierung. Da geht es darum, dass die Sanierung in der Dimension, in der wir sie brauchen, sicherlich nur gelingen kann, wenn dabei auch öffentliche Mittel verstärkt eingesetzt werden. Der Deutsche Städtetag hat der Bundesregierung vorgerechnet, dass statt der 1,8 Milliarden Fördermittel, die im Augenblick bereitstehen, eigentlich für den Bereich etwa 5 Milliarden nötig wären, wollte man zu den Zielen hingelangen, die man politisch definiert hat. Also auch das ist ein Bereich, in dem wir insbesondere dann, wenn wir über große Wohneinheiten sprechen, als Kommunen sprechen wir dann natürlich von unseren eigenen Wohnungsbaugesellschaften mit ihrem Bestand, aber auch von anderen, die große Wohnungseinheiten besitzen. Da, denke ich, gibt es bereits gute Beispiele und da wird es in Zukunft noch sehr viel mehr Beispiele geben, um die KWK-Technik zum Einsatz zu bringen. Das, was ich hier sehr stark sehe, sind natürlich auch die kleinen Einheiten. Das ist natürlich nicht eine spezifische Aufgabe der Kommunen, der Gebietskörperschaften. Da sind sie sozusagen im 1-zu-1-Kontakt mit den Besitzern auch konfrontiert. Das ist natürlich auch ein Feld, in dem sie sich mit ihren Interessen bewegen. Die Metropolregion als solche unterstützt alle Bewegung, die in diese Richtung führt, auch die Kraft-Wärme-Kopplung stärker ins Bewusstsein zu heben, stärker ins Spiel zu bringen. Das ist mein Handy, das ist furchtbar. Ich glaube, es hört gleich auf. Es ist aber auch so, dass wir selber eine ganze Menge tun, um Kraft-Wärme-Kopplung zum Einsatz zu bringen. Und nachdem zu meinem Geschäftsbereich auch die Nürnberger Kläranlage gehört, der Stadtentwässerungsbetrieb SON, Stadtentwässerung und Umweltanalytik in Nürnberg, das ist der korrekte, komplette Name, will ich Ihnen wenigstens auch noch ein bisschen was sagen, was wir da im Augenblick tun. Der Betrieb, die Kläranlage Nürnberg, hat bereits in den 60er Jahren, 1964, erstmals zwei Blockheizkraftwerke gebaut. Die Basis dafür ist das Klärgas. Damals in den 60er Jahren hat man die ersten beiden Faultürme gebaut. Der Klärschlamm wird ausgegoren und das dabei gewonnene Klärgas, Biogas, wird eingesetzt. Damals waren das umgestaltete Schiffsmotoren. Da gab es ja noch nicht sozusagen die ausgearbeiteten kompletten Systemlösungen. Diese Schiffsmotoren haben dann etwa 15 Jahre den Klärschlamm verarbeitet, das Klärgas verarbeitet, genutzt, um Strom zu erzeugen und aber auch damals schon die Abwärme zu nutzen, insbesondere um den Klärschlamm aufzuwärmen, weil wir ein thermophiles Vergärungsverfahren haben. Da braucht der Klärschlamm eine gewisse Temperatur, damit das Verfahren auch gut läuft. Also da gibt es eine lange Tradition, die wir beginnend im Jahr 2003 neu aufgesetzt haben. Und wir haben zunächst 2003 zwei große neue Anlagen installiert und jetzt im Jahr 2012 nochmal zwei weitere, sodass wir jetzt knapp 3 Megawatt elektrische und 4 Megawatt Wärmeleistung installiert haben. Damit versorgen wir uns auf der Anlage etwa zu 50% selber energetisch. Wir sind aber dabei, das auch noch weiter auszubauen mit Mikrodampfturbinen, mit einigen Versuchen mit der ORC-Technik, mit dem Organic Rankine Cycle, einfach aus den bestehenden Anlagen noch mehr herauszuholen. Und wir sind dabei, den Klärschlamm auch in eine andere Verarbeitungsphase noch zu bringen. Also er wird im Augenblick vergoren in großen Faulbehältern. Wir gewinnen Klärgas, das wir energetisch nutzen können. Und wir haben dann Schlamm, Restschlamm, der bisher nach Entwässerung und Trocknung in Kohlekraftwerken mitverbrannt wird. Der hat ganz grob gesagt die Qualitäten von Braunkohle. Wir stellen uns in Zukunft ein neues Verfahren vor, für das wir gerade einen Förderbescheid der Bundesregierung bekommen haben. Also wir werden sozusagen in einen Entwicklungsprozess eintreten, werden den Klärschlamm verhütten. Er hat einen relativ hohen Eisenanteil, sodass eine Verhüttung möglich ist. Wir werden über das Eisen- und die Metallphase praktisch die Schwermetalle völlig ausschöpfen können. Das Ganze geschieht in einem Kupolofen bei relativ hohen Temperaturen, sodass die organischen Schadstoffe beseitigt werden. Es bleibt ein mineralischer Dünger, der dem Thomasmehl ähnlich ist, der das Phosphat enthält, übrig, was wir dann unmittelbar
einsetzen können in der Landwirtschaft. Das ist inzwischen erprobt, dass das geht. Und wir werden dabei nochmal ein Schwarzgas gewinnen, was uns nochmal einen Ausbau der BHKW-Technik ermöglicht. Sodass wir an der Stelle einfach dadurch, dass wir einen neuen Prozess nachschalten der bisherigen Ausbaudung des Leerstands, also auch nochmal energetisch einiges gewinnen werden. Das ist so die Perspektive für die Zukunft. Zeithorizont, in dem sich das abspielen soll, wird wohl etwa 5 Jahre sein. Und damit versuchen wir dann schrittweise auch unter Einsatz von Blockheizkraftwerken, einer weitestgehenden Energieautonomie der Kläranlage nahe zu kommen. Energieverbrauch einer solchen großen Kläranlage, wie wir es in Nürnberg haben, können Sie ganz grob sagen, 30.000, 35.000 Haushalte, ist also schon eine ganz ordentliche Dimension, in der wir uns da bewegen. Ich habe Ihnen das letzte Beispiel erzählt, um zu zeigen, die Kommunen sind an dem Thema ernsthaft dran. Wir tun das in unseren kommunalen Hoheiten. Wir unterstützen gern das, was sie tun. Die Metropolregion hat einen eigenen runden Tisch, zunächst mal stark von den kommunalen Interessen her geprägt, eingerichtet, wo aber, ich weiß, dass manche der Aussteller auch schon dabei sind, wo aber viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Wirtschaft auch mitwirken. Wir hoffen, damit auch Impulse zu setzen, dass diese Technologie den Platz gewinnt, der ihr gebührt. Es ist eine der Schlüsseltechnologien für das Gelingen der Energiewende. Ich danke Ihnen.